herzlich willkommen zum TFF-Test. Heute vergleichen wir mal wieder zwei Sachen. Und zwar haben wir hier zwei Single-Shot-Pakete. Einmal von Nico und einmal von Weco. Und hier haben wir die Airbombs Single Shots von Weco. 4 Stück sind da drin. Unterschiedliche Farben. Schauen wir mal, ob es auch unterschiedliche Effekte sind. Ich hoff's. Und wir haben hier 3 Stück drin. Auch 3 unterschiedliche Farben. Und das ist die Bombenstimmung. Hoffentlich verbreitet die Bombenstimmung. 3 Premium-Effekte. Steighöhe ca. 50 Meter. Das werden wir mal testen. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Weco Airbombs an. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, dann machen wir auf das gute Paket hier. 4 Stück haben wir drin. Ich würde sagen, wir stecken die erstmal alle 4 in den Boden. Und dann machen wir sie nach der Reihenfolge. So, Single Shots finde ich gut. Wenn jemand jetzt aber nicht im Garten feiert, hat er ein Problem. Muss er sich irgendwie einen Blumentopf auf die Straße stellen oder so. Weil sowas ist natürlich schon, das hebt besser wie irgendein Standfuß oder was. Das hebt ja meistens nicht. So, was haben wir hier draufstehen? Airbombs, da steht nichts weiter drauf. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an mit der goldenen. Let's go. Weco Airbombs. Hoffentlich klatscht. Schönes Crackling und ordentlicher Zerleger. Kann man machen. Dann die Lilane. Oh, relativ kurze Standzeit, aber aufsteigen tun die richtig rasant. So, dann die grüne. Sehr schön. Und zum Schluss die blaue. Auch nochmal sehr schön mit schön viel Crackling. Also, die haben schon mal überzeugt. Aber jetzt machen wir richtig Bombenstimmung hier von Nico. So. F2 das Ganze natürlich. Und da haben wir unterschiedliche Namen. Und es ist auch festgepackt unten. Schon rote Tonerde drin. So, ach, das ist echt. Das klebt fest hier unten. Die stecken wir hier neben dran. Da haben wir einmal, wo ist die Zündschnur? Da ist sie. So, hier haben wir Red Dahlia von Nico. Feuerwerk das Ganze. So. Let's go! Sehr schön, die Blinker. Mega gut. Dann machen wir weiter mit der Silver Chrysanthemum. Die sind richtig fett hier, die Dinge. Oh, das war nicht die Zündschnur. Da ist die Zündschnur. Und dann noch die letzte. Und die heißt
Strobe Willio. In Gold. Schauen wir mal, was die noch so kann. Wow, sehr geiler Effekt. Also ich muss sagen, beide richtig geil. Preislich schreibe ich euch in die Kommentare rein, in die Videobeschreibung rein. Und ihr schreibt mir einen Kommentar, was ihr besser fandet. Ich fand beide geil und ich muss sagen, die letzte war auf jeden Fall am besten. Und aber beide absolute Kaufempfehlungen. Richtig schön, richtig saftiger Effekt oben am Himmel. Richtig geil, kann ich nur empfehlen. Lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Richtig geiler Scheiß. Es eskaliert.